So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time with Posha. Wir sind noch immer in der vergifteten Abwasserkanalisation und kämpfen immer noch gegen verschiedene Ratten, die uns angreifen. Und wir haben inzwischen wieder SP. Wir haben ja in der letzten Folge noch irgendwie rausgefunden, dass wir im zweiten Untergrundstockwerk, was auch immer, unsere SP aufladen können, mehr oder weniger. Und jetzt bin ich ja richtig krass am Kämpfen die ganze Zeit. Ich hoffe, dass wir vielleicht das ein oder andere etwas selten noch ein Item noch finden. Wie das da unten, was ist das? Wie diesen roten Pilz, den es sonst nirgendwo gibt. Ja, das hat's gebracht. Gut, ist sonst irgendwas? Ich gucke mal in alle Ecken. Ich möchte hier alle Truhen mitnehmen. Vermutlich schaffe ich das eh nicht, aber ich lebe gerne mit der Illusion, dass ich das schaffen könnte. So, du Rotratte, weg mit dir. So, schauen wir mal. Ich gehe mal hier runter. Waren wir hier schon? Ich habe gerade absolut keine Peilung. Ah, ja doch, hier waren wir schon. Hier war eine Sackgasse mit dem lustigen Haibild. Richtig toll. Was war hier? Ja, nee. Ja, okay. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz auf die Map. Ob hier eventuell noch irgendwelche Gegner sind auf der Ebene, die ich verprügeln kann. Bis auf da, wo ich nicht hinkomme. Gut, das hier sieht alles halbwegs clear aus, würde ich sagen. Dann gehen wir mal weiter. Das halte ich für angemessen. Hier unten war das, ne? Oder? Jo. Perfekt. Und dass es keinen Fallschaden gibt, springe ich einfach direkt weiter. Okay, gut. Ebene Nummer 2. Und die Map scheint gleich geblieben zu sein. Kann das sein? Ja. Original. Gleiche Ebene. Na gut. Dann scheint es keine Gegner zu geben. Kann das sein? Naja, okay. Schauen wir mal. Ich lauf einfach mal hier durch. Mal gucken, was passiert. Huch. Ja, da war das Essen. Das war sehr hilfreich. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch mehr Barren. Carbonstahlbarren. Eine Suppe machen könnte ich. Nee, mache ich erstmal nicht. Wo sind denn die Gegner? Da eine Helferratte. Oh, greif mal an, Baby. Und bam. Was gibt's denn hier Schönes? Carbonstahlbahn. Mensch. Oh, noch eine Ratte. So. Richtig fertig gemacht. Da hinten sind auch noch ein paar. Die sehen aus, als ob sie Ärger suchen. Ich gucke trotzdem nochmal ganz kurz hier. Das ist hier so ein bisschen verwinkelt. So ein bisschen pseudo verwinkelt. Hier scheint jetzt nichts weiter Interessantes zu sein. Hoffe ich. Gehen wir einfach mal weiter. Ja. Gegen dich müsste ich gerne auch noch kämpfen. Da braucht schon Sam, ne? Ich schaff das alles allein. Puh. So. Oh. Na, ihr habt keine Chance. Mein Schwert ist einfach zu nice. Okay, wieder nichts, was ich mitnehmen kann, wie es aussieht. Okay. Okay. Ist das schon richtig? Ist das, ich habe Angst, schon direkt einen richtigen Weg zu nehmen, weil da drüben war ja auch noch eine Abzweigung, bilde ich mir ein. Wo bin ich denn? Nee. Nee, das war schon der Weg. Okay, so viel Abzweigung gab es gar nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal jetzt hier weiter. Wie cool ich einfach rüberspringe, ne? Boah, ich bin so cool. Oh mein Gott. Ich bin so richtig der Jump'n'Rump-Crack. So, was ist denn hier los? So, was gibt's denn hier für einen Schatz? Den würde ich gerne mitnehmen. Und es war eine Räucherfischrolle. Naja, immerhin was zu essen. Oh mein Gott. Hier sieht's auch voll interessant aus. Nerv nicht. So, ein Verband, ein bisschen Fell. Na gut. Hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Was gibt's hier zu sammeln? Roter Pilz. Ich sammle erstmal in Ruhe die ganzen Pilze ein, weil der Werte wäre indessen angegriffen. So, Dankeschön. Was haben wir hier noch so? Nochmal rote Pilze. Das ist wichtig. Das Wasser hier sieht relativ gesund aus, deswegen stampfe ich einfach mal so durch. Ein bisschen Sorge macht es mir, dass ich jetzt schon... Alter, Leute.
Ich krieg ganz schön aufs Fressbrett gerade. Ah, man hat immer so einen leichten Delay, das nervt ein bisschen. So, was gibt's hier? Noch mehr rote Pilze, ganz wunderbar. Ich nehme einfach alles mit, was soll's. So, oh, eine Raupe habe ich auch gefunden, ganz wichtig. Oh, meine HP sehen auch nicht ganz so frisch aus. Ich laufe einfach mal weiter, mal gucken. Hm. Oh, da oben sind drei Truhen, das macht mich gerade schon so ein bisschen an. Also müssen diese Dinger hier dran glauben. Hm. So. Was haben wir denn hier noch? Carbonstahlbarren. Und was ist das denn jetzt hier? Energiestein. Na gut. Salpeter fünfmal. Und ein fortgeschrittenes Eisenschwert. Also jedenfalls eine Bauanleitung dafür. Krass. Das gefällt mir. Da kann ich ein besseres Schwert machen. Gleich mal lesen. Yay, guck mal da, wenn ich zu Hause bin. So, das sieht so ein bisschen endkampfmäßig aus. Die Frage ist, ob ich schon mal zurückgehen soll, mich aufzuladen. Besser ist eigentlich, ne? Da mache ich noch eine Suppe oder sowas. Dann beiße ich jetzt mal eine Sache und abfahren, renne nochmal die ganze Strecke zurück. Also die halbe Strecke. Bis zu der Kochstelle. Das muss jetzt leider sein. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner HP und SP verloren. Und ich möchte schon relativ voll in den Kampf rein. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber wo ist Sam? Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Das ist schon... Oh, jetzt muss ich hier wieder zurück. Oh. Oh. Oh, cool, man stirbt instant, wenn man da runterfällt. Geile Sache. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Hallo? Wartet mal. Immerhin sind meine HP wieder voll. Weiß irgendein Mensch, wo ich bin? Ah, hier bin ich jetzt wieder. Ach so. Cool, meine HP sind voll. Gut, dann muss ich nicht zurückrennen. Wie praktisch. Einfach mal so zwischendurch sterben. Alles klar. Dann haben wir das abgekürzt. Und Sam ist wieder bei uns. Was für ein glücklicher Zufall. Seid ihr's, die meinen Sohn auf dem Gewissen hat. Ja. Ja, oh, ihr sollt diesen Tag bereuen. Hat er einen Ventilator als Waffe? Oh Gott, ich habe Angst. Ist das Spiel abgeschmiert oder kommt jetzt eine Cutscene? Eine Cutscene, okay. Oh oh. Keine Sorge um mich. Okay, Sam kümmert sich vermutlich um die Kleinen und ich muss mich um den Rattenkönig kümmern. Ist das possible? Man weiß es nicht. Ich gehe mal zu ihm und sage Hallo. Nee, okay, er befehligt die Kleinen anscheinend. Man kann ihn nicht angreifen. Der Arsch. Na gut, dann machen wir die Kleinen erstmal. Boah, Alter! Ihr seid gerade echt nervig. So, okay. Die Helferratte machen wir auch noch fertig. So. Ach, da ist auch noch jemand. Hallöle. Oh, da bleibt das Stehen. Das Stehen spielen. Das Spiel stehen. Oh. Gut, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Oh, Schurke, Schurke. Möge dies euer letzter Tag sein. Ach du Kacke. Wir haben einen Endboss. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Vielleicht ist es klüger. Ich weiß nicht. Also, mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Oh, wir machen pro Schlag. Ich weiß leider nicht. Warte mal. Funktion? Ach, so rolle ich nochmal. Natürlich ist Sam jetzt irgendwo anders. Oh, verdammt, ey, der macht echt Schaden. Vielleicht ist es klüger, mit der Löwenpranke anzugreifen. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon ein Viertel abgezogen, aber. Ich meine, er haut ja auch ganz schön rein, ne? Also unten kämpft Sam. Au! Wow, das war gerade echt viel. Ich gehe mal ganz kurz weg. Habe ich irgendwas, das mich eventuell heilen könnte? Ich habe natürlich auch keine Heilgegenstände mit. Ich habe nur... Räucherfisch, Forelle. Die esse ich jetzt. So. Stellt wieder her, Gesundheitspunkte.
Gesundheit. Ich esse mal ein paar rote Pilze. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ich esse sie einfach mal. So. Oh, mein Charakter macht gerade gar nichts. Ich gehe mal lieber aufs Schwert. Wenn ich überhaupt noch kann. Nein. Okay, die Pranke war keine gute Idee. Wir brauchen einfach viel zu lange, um zu reagieren. Was ist denn das hier? Ach, hier kann ich es abbrechen, wenn ich möchte. Nö. Ich mache jetzt hier schön weiter. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Was noch? Okay. Das ist ja einfach. Ich kann quasi spawnen wieder davor und kann dann einfach weiterkämpfen. Das ist doch egal, dass ich verliere, oder? Also, es gibt da keine Frustration, wenn ich verlieren sollte. Ich meine, für mich ist gerade praktisch, aber eigentlich vom Spieldesign fragwürdig. Ich schau mal einfach wild auf ihn ein. Hätte ich vielleicht Clash tun sollen? Ich weiß es nicht. Okay, Topaz, Kupferrohr, nicht schlecht. Du hast dich gut geschlagen. Oh, ganz viele Freundschaftspunkte. So. Okay. Ja. Also, das war jetzt ein bisschen komisch, dass ich jetzt einfach wieder rein konnte. Es wäre wenigstens krass, wenn er wieder volle HP gehabt hätte. Aber er war ja immer noch so angeschlagen wie eben. Deswegen verstehe ich das gerade nicht so ganz, warum man diese Entscheidung bei der Spielentwicklung getroffen hat. Aber okay, ich freue mich einfach, dass ich es geschafft habe. Und hoffe, dass ich jetzt hier wieder rauskomme eventuell. Eigentlich wollte ich ja nochmal ganz kurz gucken gehen, ne? So wie es halt immer ist. Auf mir ist ein Lattengitter gelandet. Und ouch. Ich wurde erschlagen quasi. Ups. Was ist hier hinten noch? Ist auch hundertprozentig auch noch was versteckt. Naja, ich will eigentlich jetzt momentan nur hier raus. Dann sehe ich da. Oh, verdammt, ich hab's verpasst. Da sehe ich mal drüber und weg. Ich trinke mal ganz kurz noch einen Schluck. Jetzt. Haha. Sam bleibt unten. Tschüss, Sam. Boah, das ruckelt aber ganz schön. So. Nu? Was ist denn hier? Das muss das Kontrollsystem für alle Rohre sein. Mal sehen, ob wir von hier den Schleim stoppen können. Du hast es geschafft. Super, verschwinden wir von hier. Yay. Okay. Na gut. Dann legen wir jeden Hebel um und verschwinden. Ah. Ich werde hier bleiben und mich noch ein wenig umsehen. Erzähl dem Bürgermeister hiervon. Ja, okay. Ja, können wir machen. Ja. Na gut. Ich ärgere mich noch ein bisschen, weil das jetzt hier schon ein bisschen tricky war. Und ich war relativ schlecht darauf vorbereitet. Ich sollte vielleicht in Zukunft mal darauf achten, wenn vorher so eine Warnung kommt. Wie dem auch sei. Oh, da geht es tief runter. Wie spät haben wir es denn? Oh, sehr spät. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt rechtzeitig nach Hause schaffe. Vermutlich kippt mein Charakter vorher um vor Müdigkeit. Und dann, wenn dem so ist, machen wir einfach das Beste draus und fällen noch ein paar Bäume oder gucken uns auch hier ein bisschen um. Huch. Ja, so groß scheint das Gebiet doch nicht zu sein, oder? Wow, unsichtbare Wand des Todes. Vielleicht ist das Gebiet doch etwas größer. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, um das ein bisschen einordnen zu können. Von der Position her. Wir gucken mal ganz kurz. Wo bin ich denn? Hier. Okay. Vorher konnte ich, glaube ich, nämlich auch noch bis hier laufen, ne? Und jetzt hier habe ich jetzt quasi ein neues Gebiet. Ja, das muss ich natürlich erstmal alles dann... Oh, was ist das denn? Da ist irgendwas lila. Angelplatz. Okay, einen Angelplatz scheint es da hinten auch noch zu geben. Okay. Interessant. Gut, schauen wir einfach mal. Ich laufe einfach mal hier in eine Richtung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier zu erwarten habe.
haben wir hier? Irgendwelches graues Gebiet auf der Minimap. Das ist ein bisschen gruselig. Ich laufe gerade in ein graues Gebiet. Das macht mir etwas Angst. Muss das so sein? Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier ein bisschen Holz fällen. Oh yeah, Level Up. Hätte ich vielleicht eher gebrauchen können, aber okay. Gucken wir mal. So. Perfekt. Schauen wir mal noch, was wir statten. Machen wir hier noch ein bisschen was? Ich weiß nicht. Erholungsrate, Durchhaltevermögen um 5 erhöht. Gesundheit um 1, den dritten Schaden. Komm, machen wir das immer noch weiter. Habe ich das jetzt verteilt? Das sah gerade so komisch aus. Ja, habe ich. Okay. Oh, und mein Inventar ist voll. Das passt ja. Ich war eh gleich in Ohnmacht. Mit jetzt meine ich genau jetzt. Oh mein Gott. Okay, dann können wir wieder ein bisschen was einsortieren, einlagern, Dingsi. Ihr wisst schon. Wir gucken mal. Hui, das hat echt länger gedauert als gedacht. Schade. Ob wir morgen noch die anderen Aufträge annehmen können? Ich habe mich jetzt nur um das Töftöf-Mobil gekümmert. Obwohl die Aufträge echt gut sind. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt endlich wieder zu Hause. Ging ja jetzt lang genug, unser Ausflug. Das war schon ein bisschen frustrierend, möchte ich fast sagen. Sortieren wir mal ein bisschen was ein. Jetzt haben wir wieder exorbitant mehr Platz. Sehr gut. Hier mache ich mal so Bausachen rein. Zum Beispiel das jetzt hier. Oder ne, das nicht. Das war jetzt gerade falsch. Die Füße nicht. So, aber zum Beispiel auch den Motor. Zimt habe ich gefunden. Durchs Holz fällen. Okay. Interessant. Wo ist nochmal meine Holzecke? Hier. Ha, da muss ich wohl etwas umsortieren. Dann zum Beispiel die Kuh rausnehmen oder die Eisenholzdielen. Na, das mache ich später. Sowas kann man offscreen machen. Das ist nicht so spannend, das umzusortieren. Dann habe ich dann später noch genug zu tun damit. Aber ich freue mich, dass wir das jetzt auf jeden Fall noch abgeschlossen haben. Okay. Bronzebahnen sind fertig. Glas. Sehr gut. Glas braucht man ja auch. So. Ach, so viel ist ja am Samstag, ne? Wir können jetzt morgen keinen neuen Auftrag annehmen. Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Aber wir kriegen das schon noch hin. So, wo war denn das Glas jetzt hier? Aber immerhin können wir das jetzt soweit erstmal abgeben. So, Faserstoff. Und das Glas. Was fehlt denn noch? Ach, die Sitze, ne? Nehmen wir mal das Leder raus. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Leder wir für einen Sitz brauchten. Oh ja, wir haben jetzt auch das bessere Schwert, ne? Oh, hier einmal. Oh, jetzt habe ich aus Versehen 9 Sitze gemacht. Ich bin so dumm einfach. Egal. So, fortgeschrittenes Eisenschwert, das brauchen wir denn? Tierskelett. Ich habe gerade mal 2 Stück. Ob wir dann nochmal runter können und gegen ein paar Ratten kämpfen können? Das wäre schon cool. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Hätte schon gerne das bessere Eisenschwert. Ha! Schauen wir dann mal. So. Benzin aufgebraucht. Habe ich noch Holz? Ja. Können wir noch ein paar Kupfer bauen? Ja, komm, machen wir. 7 Stück von mir aus. So. Jetzt habe ich ja genug Sitze. Mehr als genug. 9 Stück ist ein bisschen übertrieben. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Her damit. So. Rein damit. Und rein damit. Na komm. Perfekt. Jetzt haben wir das auf jeden Fall fertig. Okay, jetzt haben wir den TÜV-TÜV-Transporter. Können wir auf jeden Fall dann noch mit zu Antoine gehen. Wie sieht es hier momentan aus? Eigentlich auch ganz gut, ne? Nee, gar nicht mal so gut, sehe ich gerade. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen nachdüngen. Ich bin ja hier ausnahmsweise in dem Spiel mal eine gute Pflanzenmutti. Im Real Life weniger. So. Dann kommen hier auch noch. Obwohl es ja eigentlich auch schon reicht, aber ich möchte es
relativ optimal halten. Na komm, dass wenigstens überall der rote Faktor verschwindet. Später, dass es dem Pflänzchen gut geht. So, irgendjemand noch rot? Nee, alles im grünen Bereich momentan. Na gut. Okay, sehr schön. Hallo, Senwa. So, was gibt's denn jetzt hier? In der Post vom Forschungszentrum. In 7 Tagen wird der aktuelle Auftrag fertig sein. Perfekt. So, ich würde mal sagen, ich gucke mal noch ganz kurz, was wir... Ich brauche mal Licht. Licht. Ich würde gerne noch einen Stall machen, einen anderen Stall. Hartholzdiele, 10 Stück. Bronzerohr, 5 Stück. Eisenholzdiele, 10 Stück. Das müssen wir doch irgendwie zusammenkriegen, oder? Oder? Ja, schauen wir mal. Damit wir mal irgendwie mal unsere Kuh da hinsetzen können. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob heute ANG Constructions offen hat. Wenn nicht, dann fürs nächste Mal. Wir schauen einfach mal rein. So, generell. Was brauchten wir? Eisenholzdiele, Hartholzdiele, Bronzerohr. Kupferrohr, Bronzerohr habe ich 3 Stück. Wie viel brauchen wir? 5 Stück, perfekt. Könnte ich mich schon wieder sehr freuen drüber. Stellen wir auf jeden Fall dann bald her. Dann haben wir hier auch noch bestimmt einiges. Warte mal, was wollte ich jetzt hier reintun? Das zum Beispiel kann dahin. Ich hatte doch noch was. Ja, hier. Die können auch noch dahin. Okay, gut. Eisenholz. Wo ist denn mein Holz? Da. Eisenholzdielen habe ich auch genug. Perfekt. Hartholzdielen. Holzbrett. Hartholzdiele habe ich auch. Brauche ich eigentlich nur noch 2 Bronzerohre. Nice du. Mach mal. ANG Constructions hat heute bestimmt... Ups. Hat heute bestimmt eh zu. Freue ich mich drüber. Aber dann können wir bald endlich mal unsere Kuh, unsere Kalb da mal hinsetzen. Oder unsere... Sind das nicht sogar 2 Kälber? Die habe ich schon seit irgendwie, keine Ahnung, einem halben Jahr in meinem Inventar. Das nehme ich einfach mal so hin. War das hier mit dem Rohr? Nö, ich komme immer voll durcheinander. Ich bin nicht sehr gut in dem, was ich hier tue. So, Bronzerohr. Habe ich 3 Stück? Ja, kann sein. Ja, keine Ahnung. Mach mal 5, ne? So, perfekt. Okay. Dann ackert das noch ein bisschen. Das ist okay. Guti. Was brauchte ich denn noch für meine bessere Montagefläche? Eisenbarren 20 Stück und Steinziegel 20 Stück. Die große Frage ist, besitze ich so etwas? Hui! Wie viele Eisenbahnen habe ich denn? Stück. Perfekt. Und Steinziege müsste ich auch ein paar haben, oder? Wir gucken mal. Dann können wir vielleicht gleich 2 Erweiterungen machen. Dann Geld müsste auch da sein, hoffe ich. Ich habe doch über 10.000. Wenn ich nicht irgendwelche Ausgaben habe, an die ich gerade nicht denke. Hatte, an die ich gerade nicht denke. Wir gucken mal ganz kurz. Sind, glaube ich, jeweils 5.000, was es kostet, ne? Ich hoffe es. Wir gucken einfach mal, weit wir kommen. Ja, 12.000 ist okay. Gucken wir mal ganz kurz. Steinziegel. Ich glaube, ich bin gerade dran vorbei. Kann das sein? Das wäre mir jetzt äußerst unangenehm. Nee, eigentlich nicht. Hier sind sie nicht dabei, ne? Dann müssen die hier sein. Da, 20 Stück. Perfekt. Und dann noch die 30 Eisenbahn eingeschnappert. Das wäre jetzt richtig cool, wenn das heute gehen würde. Da wird man noch richtig viel die Folge jetzt schaffen. Die Folge ist auch schon wieder relativ fortgeschritten, aber das würde ich gerne auch noch so zum Abschluss machen. Guck mal einfach mal, ne? Wäre cool, wenn auch noch die Rohre hier fertig werden würden. Das kann auch dauern, das ärgert mich gerade ein bisschen. Dann so schlage ich hier vor Wut mal kurz alles. Denn wenn wir ein was immer gebrauchen können, dann ist es definitiv Holz. Wo sind denn meine... Wo sind meine Tiere? Wo sind meine Tiere? Ich hoffe, Entchen und Küken tauchen irgendwann noch auf. Das verunsichert mich gerade mehr, als es sollte. Habe ich vielleicht irgendwie eine Übersicht, was ich für Tiere habe? Dass ich irgendwie weiß, was jetzt hier so ist? Ich bin gerade... Ich weiß nicht. Ich finde das gerade nicht gut, dass ich nicht weiß, wo meine Ente und wo mein Küken ist.
Vielleicht schlafen sie ja noch. Oder machen bestimmt Mittagsschlaf. Ich bin optimistisch. Oder sie sind tot. Vor allem gleich Tote. Ich habe keine Ahnung. So, es sieht hier aus. Ein Rohr ist fertig. Yay, danke Spiel. Habe ich alle bei mir, ne? Gut, eins brauchen wir noch. Perfekt. Kann ich das irgendwie sehen? Was ich an Viehzeug habe. Charakter. Irgend so eine Handbuch? Nee. Irgendeine Übersicht? Von Dingen, die ich hier besitze auf dem Hof? Ich weiß nicht. Oh. Naja, lassen wir es erstmal so. Ich möchte halt eben jetzt erstmal noch warten, bis ich das eine Kupferrohr habe, bevor ich dann hochrenne. Da ich nicht 10-mal hin und her rennen muss. Deswegen ist es gerade vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich wieder einfach nur Holz fälle. Aber keine Sorge, Leute. Was wird noch in dieser Folge gemacht? Ah ja, bei Gel müssen wir auch noch vorbeischauen. Gibt es vielleicht wieder eine geile Belohnung? Ich weiß es nicht. Mir würde eigentlich Freundschaftspunkte zu den Dorfbewohnern genügen. Anerkennung, Liebe, neue Quests, irgend so etwas. So, alles schön kurz und klein geschlagen. Könnte ich mir mal ein neues Kupferholz endlich nehmen? Oh, wer ist da denn? Oh, oh, wer bist du denn? Hallo, halt, stopp, 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 mysteriöser Mann. Hallo. Hi. Ich sammle jeden Monat Güter in den freien Städten. Ich bin an diese Art Leben gewöhnt. Oh, hat einen Laden. Er hat einen Laden. Was ist das denn? Ein Ehering. Na, das ist ja schon mal ganz toll. Jetzt haben wir hier einen einbeinigen Esstisch, eine Pfotenmatte. Was will denn der dafür? Der tauscht das gegen andere Sachen ein, ne? Krass. Was ist das? Glücksbeutel. Rangbelohnung. Darin ist ein Teil eines Relikts. What the hell? Was sind das für Preise? Kaputter Spiegel. Oh, das ist natürlich gut. Nee, das nicht das gemütliche Nest. Doch, gemütliches Nest, wie es jetzt übersetzt. Lässt Hunde gut schlafen. Hui, das hätte ich schon gerne. Für Scraps später mal. Aber am besten wir warten noch ein bisschen einfach. Ich weiß nicht. Gemälde, Goldkette, Gemälde, Junge. Was ist das? Besonders riesiger Samen. Angeblich eine Art riesiges Gemüse wachsen lassen. Man weiß nicht, welche Art. Ein sicherer Kandidat für das Herbstfest. Oh, ein sicherer Kandidat fürs Herbstfest. Klingt aber gut. Das mache ich aber das nächste Mal. Das Herbstfest ist ja eh schon vorbei. Aber sehr interessant. So, wie sieht's hier aus? Ah, das nächste Rohr. Perfekt. Ich habe bei dem Angst, wenn ich jetzt hier Geld ausgebe, dass ich auch für die anderen Sachen kein Geld mehr habe. Deswegen gehe ich hier eins nach dem anderen durch. So, was ist jetzt hier für ein Fragezeichen? Da muss ich zu Gale gehen. Nee, mache ich erstmal nicht. Ich gehe mal zu A&G Construction. Was gibt es denn jetzt hier? Hoffentlich reicht mein Geld. Zur Not muss ich vielleicht die Quest abgeben, dann würde ich eventuell auf genug Geld kommen. Aber erstmal den Stall. Der hat erstmal Priorität und danach die größere Montagestation. Ich möchte mich nicht allzu sehr überfordern. Und wie ihr wisst, ich bin sehr schnell überfordert. Die Hinterstelle kann ich eigentlich auch schon durchstreichen. Den haben wir ja schon gebaut. So. Okay. Arbeitstisch. Na, den müsste ich eigentlich auch mal verbessern. Verdammt. Machen wir als nächstes. Jetzt kommt erstmal der Stall hier. Den würde ich gerne bauen. Ja. Bitte. Wow, 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 wow. Der ist ja zum Glück überhaupt nicht klein. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Wird aber hier dazwischen passen, ne? Warte mal, ich setze ihn erstmal. Ich setze ihn erstmal hier so hin. So mitten in die Mitte. Ja, komm. Setz ihn. Wähle das Tier aus der Stellleiste und platziere es dann im Gebäude. Nur die entsprechenden Tiere können in bestimmten Gebäuden platziert werden. Ne? Tiere können wachsen, wenn Futter im Trog ist. Du kannst Tiere eine Freude machen, indem du sie streichelst. Die Tiere bei Laune zu halten, kann ihr Wachstum fördern. Ne? Und da sieht man die Wachstumsrate. Das Gehege sauber zu halten, kann das Wachstum der Tiere fördern. Sehr gut, die kacken. Das gefällt mir, weil dann bekomme ich automatisch ein bisschen Dünger. Okay, aber nochmal ganz kurz in den Hühnerstall nochmal anders hinsetzen. Der ist nämlich so ein bisschen kleiner und der andere Stall ist so riesig einfach mal. Original, mega fett, Alter. Boah, ich hab grad keine Ahnung. Da passt das dazwischen. Ich werde weich. Das ist ja echt beknackt.
Kann ich schon. Ich habe Angst, wenn ich den abbaue, dass dann irgendwie was ganz Schlimmes passiert. Wie, dass wir alle sterben oder sowas. Bist du schon. Nein. Kann ich schon abbauen? Zerstörung der Trainingsstelle werden alle Reittiere verkauft. Eigentlich will ich es ja nicht zerstören. Ich will den erstmal nur woanders haben. Ich habe eh keine Reittiere, aber ich habe Angst, dass ich den nochmal neu bauen muss. Versteht ihr? Ich drehe den mal. Das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Ich fühle mich gerade wie ein totaler Vollidiot. So. Boah, ich brauche mehr Platz auf der Farm. Ich sage jetzt schon Farm dazu, ne? Merkt ihr es? So, finden, versetzen. So. Nee, das gefällt mir nicht. Nee, das. Gefällt mir das? Nee, das gefällt mir nicht. Nochmal. Ich möchte es gerne drehen. Es tut mir leid, Leute, das dauert jetzt gerade ein bisschen. Das ist aber wichtig. So, drehen. So. So vielleicht. Oder so. Wir nehmen so. So ist gut. Ah, stopp. Mach nicht diese. So. So. Hallo? Bitte reagiere. Bestätigen. Ah, so. Nein, ich will nicht aufhören. Stopp. Ich möchte des Weiteren die Montagestation vergrößern, bitte. Verbessern. Ja, haben ja auch alles. Wird gemacht. Perfekt. Jetzt haben wir eine richtig riesige Montagestation. Alter, wir brauchen Platz, Leute. Oh, verdammt. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich bin... Oh Gott, Alter. Fein. Dann setzen wir das einfach mal hier hin. Ja, bitte. Wow, das ist groß. Ist das nötig? Eigentlich nicht. Mache ich es trotzdem? Eigentlich ja. Gut, Hühnerstall. Kann ich den einfach hier mit reinsetzen? Nein, das war zu cool gewesen. Hui. Ich habe original einfach mal null Platz, ne? Vielleicht hätte ich einen Teil der Geräte. Kann ich einen Teil der Geräte nach innen bauen? Boah, ich hab keine Ahnung, ey. Ich setze das einfach mal hier so hin, das Hühnerding. So, ja. Ich setze das jetzt mal. Jetzt ist das hier. Das ist natürlich genauso kacke. Aber das muss ich dann einfach alles umräumen. Die Frage ist auch, was ich mit dem scheiß Stall hier mache. Soll ich den einfach mal abmontieren erstmal? Ich meine, abbauen ist ja nicht zerstören, ne? Ich baue ihn mal ab. Habe ich den jetzt noch? Ich kann den... Nee, dann muss ich jetzt nochmal alles neu machen. Das habe ich jetzt davon. Toll. Na gut, habe ich Lehrgeld gezahlt. Ist halt so. Was brauche ich denn dafür jetzt alles? Einen Moment, wenn ich wieder bauen möchte. Steinziegel, Eisenbahn und ein bisschen Gold. Das ist ja okay, das kriege ich wieder zusammen. Mache ich ein paar nebenbei. Das ist ja keine große Sache. Abbrechen. Okay, was brauche ich denn für den besseren Arbeitstisch? Verbessern. Hartholz-Thielen. Oh, 10.000. Okay, dann machen wir mal, streiche ich mal den Stall durch und die größere Montagestation. Da wird das nächste große jetzt quasi die bessere Baustation. Level 3. So, wir brauchen 30 Hartholz-Thielen. Wir brauchen 30 alte Teile. Die dürften wir eigentlich haben. Und wir bräuchten 10.000 Goals. Kriegen wir hin. Das ist machbar. Dann haben wir auch... Oh, ich sehe schon. Wir können ja mal schon mal gucken. Ilorn. Fischeraxt. Eine starke und scharfe Axt, um hohe Bäume zu fällen. Okay. Eine Fischerspitzhacke. Okay. Oh, ein Armstrecker. Ein Trainingsgerät. Na gut. Kabel. Oh, ist das eine bessere Falle? Verbesserte Fallenkiste. Okay. Gut, aber dazu dann später. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Auch noch an der Farm. Ich werde dann einfach offscreen noch ein bisschen auf der Farm rumräumen. Das ist kein Problem. Wieder ein paar Materialien sammeln und dann gucken wir einfach mal weiter, ne? Ich würde aber gerne vorher noch, die Folge geht schon wieder viel zu lange, es tut mir leid, nochmal ganz kurz zu Antoine die Quest abgeben, wenn ich ihn finde. Aber ich denke mal, der wird jetzt nicht zu Hause sein.
Dann lassen wir es erstmal lieber. Dann mache ich das dann in der nächsten Folge. Oh, warte mal, nee, da ist ein Stern. Befindet sich da zufälligerweise Antoine? Ich weiß es nicht. Stern, 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 Stern. Nee. Wartet mal. Der Auftrag. Ich will das Richtige machen. Nee, da mit dem Stern sah es doch bestimmt Gale. Nee, nee, nee. Ich will schon zu Antoine. Ist er doch in der Gilde gerade heute? Heute gibt es vielleicht einfach nur keine Aufträge, aber er ist trotzdem da zum Arbeiten. Das würde natürlich Sinn ergeben. Eigentlich nicht, aber ich behaupte es einfach mal. Hm? Gucken wir mal. Ja. Haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Ja, das ging schnell. Wer ist ein effizienter Handwerker? Yeah, richtig gut. Okay. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.